Hi there, I'm here on the seminar for the people who went abroad and came back this year. So we're gonna check out how the atmosphere is, what some people had for experiences in comparison to me. And then of course we have like a program going to the Documenta, which is an exposition here in Kassel. And we're gonna turn a film. You're gonna be surprised about that. And I apologize for the clips who are probably in German, because we speak German here, unfortunately. So yeah, I'm gonna check out the atmosphere. I just took a shower and we're gonna take breakfast and then the day can start. Let's go. Ich wurde Eisblock in der Schule genannt, aus gutem Grund. Eisblock? Eisblock. Eisblock. Moralischer Eisblock. Leute, wie geht's euch so auf dem Seminar? Er ist krank, ich will Tee. Und Kaffee. Kaffee auch. Reis zusammen. Schoki. Also, was haben wir schon gemacht? Wir haben gestern eine Zeitung erstellt. Eine Zeitungsseite mit 5 so Rubriken. Alles mögliche. Lyrik. Wetterbericht, Interview und so. Jetzt muss ich meinen Arm bewegen. Und dann haben wir Präsentationen von anderen gehört, schon ein paar. Aus Afrika und Südamerika, das war voll interessant. Und heute Morgen, was haben wir heute Morgen gemacht? Wir haben uns darüber unterhalten, inwiefern wir Vorurteile haben oder die anderen Vorurteile aus dem Gastland haben. Ja. Und jetzt gucken wir einen Film über. Über so Spendensammlungen für die armen Länder und wie das dann halt so. Die armen Länder. Für die dritte Weltländer. Die halt dann genau dieses Image entsteht, so dass die, also was sie dann benutzen dafür. Und ja, und heute Nachmittag haben wir unsere Präsentation. Das heißt, wir zeigen ein bisschen was aus Japan. Yay. Also, ich habe jetzt einen Witz, der ist ziemlich lange. Muss man auch mitdenken. So. Ein Flugzeug hat 100 Ziegelsteine und ein Ziegelstein fällt raus. Wie viele Ziegelsteine hat man dann noch? 99. So. Wie kriegt man einen Elefanten in den Kühlschrank? Nee, Tür auf, Elefant rein, Tür zu. Und wie kriegt man eine Giraffe in den Kühlschrank? Tür auf, Elefant raus, Giraffe rein, Tür zu. Und woran sieht man, dass ein Elefant im Kühlschrank war? Kaputt ist. Nee, am Fußabdruck in der Butter. So, der König der Löwen macht ein Riesenfest. Welches Tier? Alle Tiere kommen, bis auf eines nicht. Welches nicht? Die Giraffe, weil die ist im Kühlschrank. Genau. So, und auf dem Weg dahin, also ein Hase möchte da auch gerne hin und der muss aber durch ein Krokodil, also durch einen Fluss, wo Krokodile leben. Wie macht er das? Krokodile im Kühlschrank? So, er schwimmt einfach durch, weil die Krokodile sind auch auf dem Fest. Aber trotzdem stirbt der Hase. Warum stirbt der Hase? Vom Ziegelstein, der vom Flugzeug geflogen. Ah, richtig! Yay. Es gibt Essen. Also wir sind jetzt in den Behind the Scenes von dem Filmprojekt. Wir haben jetzt hier so Baulichter bekommen. Und das ist schon so so vorbereitet. Und Benny spielt mit dem Mikro rum, was man eigentlich nicht machen soll. Und ich finde, es sieht echt gut aus. Hier wird unsere Objekte werden die sitzen. Wir werden noch einen Tisch aufbauen. Und hier noch ein bisschen aufräumen. Das gehört alles weg. Ja, es sieht, glaube ich, ganz gut aus schon. Kann, glaube ich, bald anfangen. Also erste Filmsequenz gedreht, jetzt gibt es hier so leckeres Essen. Also zu so einem Rückkehrseminar gehört auch, dass man so Fragebögen ausfüllt. Und da haben wir jetzt recht viele bekommen. Hier so 5 Stück, müssen wir halt alle irgendwie ausfüllen und ich würde mal sagen, wir machen uns jetzt daran und später haben wir noch die Einzelbesprechungen. Das heißt, wir kommen jetzt nochmal mit unserer Koordinatorin zusammen und haben so ein Abschlussgespräch, wie denn alles war, ob jetzt doch noch irgendwas schlecht war oder so.
Und ich will jetzt mal Bögen ausrechnen, wie es geht. Bis gleich. Welche amerikanische Sängerin wurde in der Song Baby One More Time berühmt? Hit me baby one more time! Britney Spears. Also wir gehen jetzt zu dieser Documenta. Das ist wohl so eine Ausstellung, wo ich irgendwie noch keinen Plan habe. Lass euch da überraschen. Hier sehen wir das schöne Seminarhaus, auch genannt den Marienhof vom SFD Kassel. Das gehört tatsächlich unserer Organisation, was ziemlich cool ist. Und wir haben hier so einen schönen Zaun, der jetzt irgendwie kaputt gemacht wird von denen hier. Und zwar, was war denn hier? Also die haben Leute quasi kreativ sich austoben lassen an diesem Zaun. Haben die irgendwelche Figuren machen lassen, irgendwie das Holz schnitzen lassen. Richtig nice. Hast du noch was dazu zu sagen, Selina? Nein. Nein? Quebec? Was ist denn die Documenta? Keine Ahnung. Irgendwie, was ist eine hier noch? Kunstausstellung, die an verschiedenen Orten stattfindet. Hi Miri, wo fahren wir jetzt hin? Zu der Documenta in Kassel. Und ich weiß noch nicht, was uns da erwartet, aber ich bin gespannt. Ich weiß nicht, wie man das Ding ausmacht. Also wir tricksen hier. Und zwar, bei der Documenta kriegen wir Verbilligung, wenn wir quasi ausweisen können, dass wir Freiwillige sind. Unser Freiwilligendienst ist aber seit 2 Monaten ungefähr schon vorbei. Also haben wir ein bisschen Ersatz bekommen. Der ist schon richtig zerknittert. Ich verstehe, wir brauchen. Das ist aber kein Datenschutz mehr, ey. Betrug würde ich das nennen. Cheetah! Ist das der Bus? Cheetah! Ja. Pass mal alle. Fahren jetzt alle mit dem Bus hier. Der Bus? Weißt du nicht? Hallo und herzlich willkommen! Liebe Leute, wir bezahlen jetzt Geld dafür, dass wir durch Kassel laufen dürfen und da haben wir richtig Bock drauf. Bestimmt nicht, aber egal. Da haben wir richtig Bock drauf und wir haben uns gerade orientiert. Ah, ja, es blinkt noch. Was gab's denn? Oh, jetzt haben die Karten, es ist alles so aufregend und spannend. Ja, Mann. Damit du da reingehen kannst. Da Bock drauf. Also ich habe keinen Bock dazu. Ich habe auch keinen Bock drauf. Also das ist jetzt so ein... Da kann man die Bücher kaufen. Da muss man da rein. Also auf jeden Fall sind das, das ist so ein Gebäude. Und es ist gebaut aus Büchern, die irgendwo auf der Welt verboten sind. Und das ist aus Athen, glaube ich. Ach, die kann man vielleicht mitnehmen. Ja, Buchausgabe. Deswegen ist es da unten auch schon so leer. Hey, wollen wir das jetzt auch mal anstellen? Ich will noch mal eine Erinnerung. Haben wir ein Buch bekommen? Nein. Weil so ungefähr so 5 Leute vor uns war so ein Stopp und danach hatten wir keine Bücher mehr. Weil wir nur so ein Abendticket bekommen haben, deswegen ist es verkackt. Wir haben hier so ein geiles Phänomen und zwar moderne Kunst. Es liegen hier einfach so Säcke da. Darfst du bitte auch mal kurz auf diese absolut tolle und faszinierende Kunstwerke hinweisen? Weil da habe ich eben gelesen, dass das ja Wahnsinn ist und du so viel rein interpretieren kannst. Zum Beispiel ein Gesicht. Der Untersatz irgendeines Kartons und es ist einfach nur faszinierend und schön. Ich würde mir direkt ins Schlafzimmer hängen, am besten die ganze Reihe. Sehr geil. Geil. Und vor allem das hier, ich meine, 10 Euro, wenn du es mitnimmst. Ohne dass die Frau da hinten nicht sieht. Sieht tatsächlich so aus und ich finde das irgendwie toll, weil, wie würdet ihr das interpretieren? Weil, das ganze Fotos, das sieht so richtig aus, als wäre das irgendwie so aus dem, halt von oben fotografiert, das ist die Umgebung, irgendwo in der Wüste oder so, außer für dieser Tisch. Sieht richtig aus wie ein Fluss so. Und Wasser und muss der Tisch hier. Ja, genau, also ich habe den Eindruck, man hat versucht hier so nicht erkennbar zu machen, ob das von oben ist oder von unten, so eine Makroaufnahme. Weil das könnte halt sowohl irgendein Dreck am Boden sein, als auch von oben irgendein Fluss oder so. Oder es kann auch Öl sein, das ausgelaufen ist, auf einem kleinen Maßstab oder halt auf einem großen Maßstab irgendein See. Da finde ich das irgendwie geil, weil das Blick, ich das davor war irgendwie komisch. Und ich habe es halt irgendwie nicht so verstanden. Wir gucken mal weiter. Miri, wieso ist die Documenta nicht das, was du dir vorgestellt hast? Naja, also als Designer, da heißt es Form follows Function.
Und eine Function gibt es bei der ganzen Sache nicht. Und die Form gefällt mir nicht. Deshalb, aber das ist ganz cool. Das finde ich so wie Design auf klein. Also das ist ein tolles, hübsches Design. Ganz toll, das ist Perfektion. Auf kleinsten Raum. Also klein bin ich nicht. Also irgendwie war das nicht so, was wir uns halt vorgestellt haben. Es war eigentlich so moderne Kunst. Was hast du dir vorgestellt? Und es ist so moderne Kunst. Es gibt so coole moderne Kunst. Und dann gibt es so moderne Kunst. Da war so, da lagen so Sitzsäcke auf dem Boden rum. Da war so ein Mann, der aus der Droge oder was. Weil das Thema war halt Flucht und Migration und Flüchtlinge. Aber das war irgendwie so, also kaum. Also wenn man so wollte, konnte man so reindeuten. Ja, okay, könnte sein. Ja, wenn man will, kann man viel reindeuten. Egal, so, ja, auch hier. Das sind so, das ist halt so Wohndinger. Das ist halt eng. Das gibt es jetzt in Japan auch. Von da nach da. Also in Form von den Kapselhotels. Ja, toll. Also hier haben wir so einen Turm, der brennt. Ach, hier. Also er brennt, der raucht. Und wir haben jetzt noch nicht die Feuerwehr gerufen, weil es könnte sein, dass es zu dieser Dokumenteausstellung gehört. Keine Ahnung. Benni, würdest du die Feuerwehr rufen? Für das Teil da. Für das da. Nee, du, ich habe das schon seit dem Müll hier gesehen. Also alles abpacken dann. Benni würde einfach alles abfackeln. Auch hier, schönes Kassel. Sieht schön aus. Und los! Ernesto! Yeah! In die andere Richtung, Ernesto. Ja, wir laufen auch, tatsächlich. Laufen weg von diesem schlechten Entertainment-Dings mit dem Fahrrad, wo Ernesto abgekackt hat und Theresa auch abgekackt hat. Und wollten zu dieser. Wir wollten zu so einer Grimm-Ausstellung, wie sie da. Sieht von außen sah es geil aus und dann sind wir zum Eingang gegangen und dann war das so, ist eine Kunstausstellung. Da waren wir irgendwie heute schon drin. Sollen wir nochmal reingehen? Nein! Nein, wir geben Kassel noch eine Chance. Guck mal, da hast du schon wieder Kunst. Da, da. Oh, oh. Hi Bente. Also wir schauen jetzt zu Grimms Welt. Oh, muss die Treppen hoch. Hoffentlich falle ich nicht runter. Bente kommt auch. Jetzt so die Brüder Grimm Ausstellung. Also ich weiß auch nicht, was ich erwartet habe. Also, das ist jetzt nichts, was mich jetzt so komplett so, wenn ich denke, dass sie so ein Gebäude haben und die bestimmt irgendwie finanziert werden, dann würde ich doch irgendwas Kreatives erwarten und jetzt nicht sowas, weil sowas kann ich malen. Huey, Queen E4, White Stone. Hast du ganz sicher? Das hat einer von meinen Schachkindern gemalt. Ja? Ja. Plausibel. Willkommen im Brüder Grimm Museum. Also wir sind hier irgendwie rausgekommen, weil jetzt gibt es noch so eine Abschlusszeremonie vom SFD, das machen die irgendwie immer, so für die Freiwilligen. Und wir sind einfach mal gespannt und gucken uns das mal an. Ich wünsche, dass ihr alle mit dem, was ihr so findet, glücklich und zufrieden werdet. Und ja, das war's eigentlich schon. Das beinhaltet im Endeffekt alles. Ich bin voll froh, das war echt voll schön so das ganze letzte Jahr. Auch wenn wir eigentlich ein ganzes Jahr untereinander verbracht haben. Aber ich wünsche euch, ja ne, wisst ihr, Bescheid, schöne Weihnachten. So, wir haben uns jetzt schon verabschiedet vom SFD. Und wir laufen jetzt zur Wilhelmshöhe. Man sieht hier schon die Gleise. Aber wir müssen noch einiges laufen. War echt eine coole Zeit. Ja, steht jetzt Heimreise an. Wir haben unsere Freunde alle verabschiedet, die eben in so vielen verschiedenen Ländern waren. Haben hoffentlich was daraus gelernt.
Und ja, ich würde mal sagen, wir gehen halt zum Bahnhof irgendwo. Ciao!